Sehr gerne hätten wir jetzt mit dem Sieger bzw. dem Reiter des siegreichen Pferdes der Youngster Tour, der jungen Pferde, präsentiert von Sanovet gesprochen. Jarosław Czerczynski aus Polen mit Cassia de Lys hier erfolgreich. Er spricht leider weder Deutsch noch Englisch und ich muss mich entschuldigen, das Polnisch des Moderators ist jetzt nicht gut genug übersetzen zu können. Umso mehr freut es mich, auf Deutsch mit dem Reiter des zweitplatzierten Coccolino sprechen zu können, Maximilian Schmidt. Fixkraft-Teamreiter aus Deutschland und einer der Namen, die in den letzten Jahren immer wieder ganz oben auf Ergebnislisten zu finden sind. Ein junger, interessanter Reiter, der auch immer wieder auch junge Pferde sehr erfolgreich präsentiert. Lass uns vielleicht einmal über Coccolino plaudern. Was ist das für ein Pferd? Wo kommt der her? Gut, ich bin, muss ich sagen, immer stolz, wenn man selber eigene gezogene Pferde eben in den Sport bringt und dann am besten natürlich, oder man wünscht sich immer, dass die eigenen Pferde, die man selber züchtet, dass die natürlich groß rauskommen. Und Coccolino ist so ein Pferd, den haben wir selber gezogen aus einer Laval 2 Stute. Der Vater ist Callado und ja, kommt immer mehr in Gang, sage ich mal. Das Pferd ist ein bisschen schüchtern gewesen und hat eigentlich echt viel Qualität. Jetzt hier heute muss ich sagen, Jarosław Czerczynski war sehr, sehr schnell, 45 Sekunden. Ich habe schon auch versucht, eine zügige Runde, eine schnelle Runde hinzulegen und bin dann Zweiter geworden. Ich glaube, der Sieg, der war wirklich sehr, sehr schwer zu holen. Aber das Pferd hat, wie gesagt, gute Fortschritte gemacht und am Ende glaube ich, dass es auch ein gutes Pferd wird, der mal über auf jeden Fall S springt und bin stolz auf ihn. Jetzt hört man von den Reitern immer wieder, dass dieser Übergang im Herbst von der Freiluftsaison in die Halle herein, noch dazu in eine doch kleine und sehr spezielle Halle wie die Arena Nova mit der Messe rundherum, sehr schwierig sein soll. Umso schwieriger stelle ich es mir vor mit den jungen, vielleicht noch nicht so routinierten Pferden. Wie war das für euch? Für mich ist eben auch jetzt hier wirklich das erste Hallenturnier. Ich war letzte Woche noch in Pöttmes, das war noch draußen ein Turnier. Und gerade mit dem Youngster war gestern schon die erste Youngster-Prüfung. Da hat der jetzt zwei Fehler gehabt, weil er eben, wie du schon sagst, schüchtern war noch. Also gerade mein Pferd war gestern noch schüchtern, musste ich auch noch wirklich sehr viel unterstützen und ihn motivieren. Hat dann zwei Fehler gehabt, weil er eben einfach ein bisschen krampfig gewesen ist und nicht so ganz locker im Körper. Jetzt heute war es eben schon viel, viel besser. Das habe ich auch schon gemerkt, als ich reingeritten bin, war er nicht mehr so glotzig hier. Ist nicht einfach die Halle, aber die Pferde, wie gesagt, gerade die Jungen, die lernen auch dazu und heute hat es dann für den zweiten Platz gereicht. Vielleicht kurz, weil auch gerade an uns vorbeigegangen ist, Peter Schumacher, der hier für die Parcours verantwortlich zeichnet, bemüht sich gerade bei den jungen Pferden immer auch peu à peu aufzubauen, euch auch ein bisschen beim Training dieser Pferde zu helfen. Darum geht es letztlich in der Youngster Tour. Ist ihm das auch dieses Mal wieder gelungen aus deiner Sicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne Peter Schumacher schon sehr lange und er ist für mich einer der besten Parcoursbauer und ich reite immer gerne seine Parcours und bin immer sehr, sehr glücklich, wenn ich auf ein Turnier fahre und er der Parcoursbauer ist. Und jetzt gerade hier auch wirklich, um in der Halle anzufangen, hat man, finde ich, die Höhe auch gut ausgesucht. Das ist jetzt für 6-jährige 1,20 m, 7-jährige 1,25 m, finde ich einfach super, dass man eben jetzt nicht gleich mit 1,30 m, 35 m oder auch mit 1,40 m anfängt. Draußen Saison, die letzten Turniere waren eben dann wirklich für die 7-Jährigen schon 1,40 m hoch und gerade einfach, um in die Hallensaison reinzukommen mit 1,25 m, für meinen 7-Jährigen ist ideal und Parcours war schön gebaut, war flüssig gebaut, man kann die Parcours super reiten, finde ich gut. Die Profis kennen sich aus mit dem, was du gesagt hast, vielleicht jetzt für die, die mit dem Springreitsport nicht so intensiv zu tun haben, die große Herausforderung nebst der Atmosphäre ist ja, dass in der Halle durch den wenigen Platz, die Distanzen kürzer sind, die Hindernisse kommen schneller, man muss auch enger wenden. Das ist etwas, was dieses Pferd besonders gut kann. Ja, er ist nicht das größte Pferd, er hat glaube ich nur 1,62 m oder 1,63 m, aber hat einen großen Galopp, aber dadurch, dass er wirklich auch generell, das Pferd ist kompakt, das ist einfach, ja, ist nicht so groß, kompakt, klein und hat auch so einfach, ja, ist so ein kleiner, knackiger Bursche, sage ich jetzt mal und den kann man eben auch mal enger wenden und das passt natürlich in der Halle gut. Wobei ich sagen muss, dass er, wie ich vorhin schon gesagt habe, er ist ein bisschen ein schüchternes Pferd und lernt aber dazu. Aber generell gibt es viele Pferde, gerade die Umstellung in der Halle, da sind natürlich die Banden, wie man hier jetzt auch sieht in der Arena Nova, die Zuschauer, die sitzen wirklich direkt am Parcours dran und das ist für die jungen Pferde auch oft nicht ganz so einfach.
Und deswegen bin ich umso stolzer auf meinem Pferd, dass er das heute so gut gemacht hat. Und zum Schluss zwei Gefahren für die vielen jungen Reiter, die Gott sei Dank auch hier sind. Es gibt ja immer mehr Nachwuchs auf Augenhöhe und auch von der Altersklasse her. Deine Konkurrenz, eine große Gefahr hier in der Arena Nova, ist, dass das Geld, wenn man es denn gewinnt, von der Wertschöpfung hier in der Region bleibt, weil auf der einen Seite die Messe, auf der anderen Seite die Partys, ne? Ja, so ist das. Dann wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß, vielleicht auch ein bisschen was schon für Weihnachten einzukaufen. Tolle Messe hier in der Apropos Pferd, die 25-jährige Jubiläumsausgabe. Du wirst dann auch noch ein bisschen reiten und vielleicht sehen wir uns ja an dieser Stelle nochmal und diesmal ohne, dass wir Polnisch lernen müssen. Genau, hoffen wir und dass wir uns gerne nochmal sehen hier. Das wünsche ich mir auch. Dankeschön.